Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal die aktuelle Marktsituation an. Wir haben ja gestern einen recht krassen Flash-Crash gehabt und warum ich eigentlich relativ entspannt bin, was das Ganze angeht. Nun mal herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal an die aktuelle Marktsituation. Wie schaut es im Moment aus? Wir haben ja einen rechten Dump gehabt und zwar im kompletten Markt. Ich bin in den letzten Wochen eigentlich sehr intensiv in die Charts drinnen. Also ich bin kein Charttechniker, aber ich brauche das für gewisse Strategien, dass ich immer up to date bleibe, was so sozusagen was Preise angeht. Hat auch mit Arbitrage ein bisschen was zu tun. Gut. Heute schauen wir uns einmal an, was ist im Endeffekt passiert, was jetzt da der ausschlaggebende Punkt war, sei es einmal dahingestellt, da werden wir jetzt nicht wild umeinander spekulieren. Wir haben auch einen gewissen Dump im Stockmarket gesehen, deswegen ja, schauen wir mal, was im Endeffekt was mit Bitcoin passiert ist. Ich habe hier den Chart, den zeichne ich jetzt schon seit sicher einem halben Jahr, zeichne ich den Chart immer wieder mal ein und schaue, wo man tendenziell hingehen können, aber auch auf die großen Timeframes. So, viele Leute, warum habe ich das Ganze jetzt so aufgezogen? Viele Leute sitzen genau so vor die Charts und schauen sich den Chart genau so an, im Stundenchart oder im Minutenchart sogar. Und ja, das ist natürlich krass, ne? Wenn man sich das so anschaut, denkt man sich, boah, brutal, jetzt werden wir auf Null gehen. So, jetzt ziehen wir das mal ein bisschen weiter auf, ne? Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so wild, wenn man sich das so anschaut. Wir haben einen Dump gehabt, ja, aber das Ganze ist jetzt meines Erachtens nicht ganz so wild. Wir sind eigentlich nur in dem Rahmen, wo ich mir sozusagen, wo die Trendlinien sozusagen eingezeichnet sind, bei mir zumindest. Immer wenn wir einen größeren Dump haben, dann zoomen wir mal richtig raus, schauen wir das auf dem täglichen Chart an und dann zeichnen wir das Ganze ein. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal kurz an auf dem Daily. Klar, da haben wir jetzt einen rechten Dump gehabt und wir sind auch unter gewisse Linien drunter. Wir haben auch die Moving Averages zum Beispiel, der obere kommt jetzt. Ja, wir werden wahrscheinlich das Death Cross kriegen und dann werden wir sehen, ob wir noch länger seitwärts gehen, von dem ich eigentlich auch schon seit einigen Wochen ausgehe, da wir hier drunter kommen sind. Und wir haben es einfach nicht geschafft, drüber zu kommen. Und deswegen, ja, jetzt haben wir es gesehen. Es hat sich bewahrheitet, wir sind nach unten gegangen. Wir haben jetzt auch da so eine Art Continuation geformt. Das heißt, wir sind ja, bearish rein und sind bearish wieder raus. Das ist jetzt halt nur auf einem kleinen Timeframe. Aber auf das ich eigentlich zu sprechen kommen will, ist eigentlich der große Timeframe, der ganz große. Das heißt, der Daily oder der Weekly. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, muss ich schauen, dass ihr das auch gescheit seht. Das ist das alte All-Time-High gewesen, zwar im April letzten Jahres. Dann sind wir rund nach unten gegangen und jetzt sind wir wieder nach oben gegangen. Und diese Punkte sozusagen verbinde ich hier zum Beispiel, was ist Rot 6 hier. Und hier den Touchpoint, wo wir den Flash-Crash auch gehabt haben, vor einigen Wochen, glaube ich, war das, haben wir mal verbunden. Da sind wir jetzt durch. Aber wir haben jetzt halt nur hier haben wir zwar drei Touchpoints. Der Touchpoint beim Flash Crash ebenfalls. Und das wäre dann sozusagen auch ein Channel, wo wir uns bewegen. Auf einem sehr langen Timeframe. Das heißt, das ist auf dem Daily Chart, wie gesagt. Und da haben wir jetzt zum Beispiel in diesem gelben Kanal sind wir hier raufgekommen und jetzt bewegen wir uns in diesem Kanal rein. Solange der Kanal haltet, im Endeffekt finde ich es jetzt gar nicht schlecht. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht ganz rankommen. Allerdings, wenn wir hier zum Beispiel auch ein bisschen drunter wicken oder ja, dann in diesem Kanal bleiben würden, dann wäre das eigentlich alles gar nicht so wild. Und wir könnten dann hier sozusagen in diesem Bereich nochmal ein bisschen umeinander dengeln und dann eventuell dann erst bis zum Ende des, also Mitte des Jahres, das wäre dann der Juni sozusagen, das wäre der Juni und das wäre Ende des Jahres, könnte man dann eventuell ja, das neue All-Time-High sehen in dem Bereich da gegen Mitte des Jahres. Könnte auch natürlich länger dauern oder natürlich, was ich jetzt für nicht ganz wahrscheinlich halt, ist, dass wir jetzt wirklich komplett durchbrechen,
Klar, wir könnten jetzt zum Beispiel da auf Richtung 28.000 gehen. Da haben wir auch eine hübsche Supportlinie da. Wir sind sehr lange im 30.000er Bereich drin gewesen. Was ich mir denke, ja, wir könnten, klar, könnten wir runtergehen hier und dann als Sparta hochgehen oder im Worst Case, ja, 20.000 wäre dann zum Beispiel nur mal eine Linie, zum Beispiel da beim alten Alltime High. Aber von dem gehe ich jetzt mal nicht aus. Im Moment schaut es jetzt so aus, als würden wir in diesem Kanal da drinnen sein. Und der rote Kanal, also oben ist er valide, aber unten nicht wirklich, weil wir haben genau einen und zwei Touchpoints durch das Wick. Das heißt, dass das haltet war eigentlich ja, nicht ganz sicher, sagen wir mal so, weil da haben wir ja eins und zwei und da haben wir gedacht, einmal, zweimal, dreimal, viermal, ja, fünfmal. Und jetzt fast das sechste Mal. Okay, jetzt müssen wir schauen, wo das Ganze hingeht. Ich persönlich bin relativ entspannt, was das angeht. Komischerweise gerade vor 2 Tagen habe ich mir das Ganze angeschaut. Da haben wir gedacht, okay, werde jetzt eher die ganze Geschichte ein bisschen neutraler gestalten, was meine Investments angeht. Das wird dann im nächsten Videos besprochen. Das heißt, wie ich jetzt zum Beispiel bei Cake und bei DeFi-Chain sozusagen im Moment aufgestellt bin, da ich jetzt strategietechnisch eigentlich einen sehr, sehr anderen Ansatz verfolge und ich dann so eigentlich relativ also gut handlungsfähig bin und auch relativ gute Positionen in einer neutralen Position sozusagen halten kann, ohne irgendwas zu verpassen. Im Moment verpasst man eh nichts, da ist die neutrale Position eigentlich eher am geschicktesten. Im Detail werden wir dann eventuell in ein paar Monaten drüber reden, wenn die Preise dann wieder relativ grün sind, ja, wie mein Approach war sozusagen. Gut, alle, die was jetzt hat, Angst schieben oder sowas, in den nächsten Videos werde ich dann meine Herangehensweise, wie ich es im Moment investiert bin, ja, sagen. Für mich schaut das alles nur im Rahmen aus, alles kein Grund zur Panik und ich werde es weiterhin beobachten, wie das weitergeht. Im Endeffekt, ich hoffe mal, dass wir die Line jetzt halten. Selbst wenn wir ein bisschen drunter wicken zu den anderen Supportlinien hier auf 39.000, so 37.700, war mir auch noch wurscht, solange man dann eventuell, wenn es ein Fakeout wäre, war es eigentlich ziemlich wurscht. Selbst wenn wir da oben gehen würden, was ich mir nicht ganz vorstellen kann, ja, tendenziell egal. Ich habe ja auch eine gewisse, eben deswegen habe ich ja die neutrale Position, um auch Downside auszusitzen. Klar war es ein bisschen ungut, wenn jetzt wirklich der Bärenmarkt kommen würde. Ich persönlich gehe allerdings nie davon aus. Gut, das war es im Endeffekt. Einfach mal ein bisschen außerzoomen. Wir können das Ganze uns auch auf dem Weekly anschauen. Ja, wie gesagt, absolut kein Grund zur Panik im Moment. Alles eigentlich immer nur bei einem recht guten Uptrend. Also alles easy soweit. Gut, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den Dump sozusagen miterlebt habt oder ob ihr jetzt schon Panik schiebt. Ich persönlich bin super relaxed, ich kann eigentlich nicht mehr dazu sagen. Ich plane eher in die Zukunft dann auch und egal, ob es jetzt nach oben oder nach unten geht, ja, können wir auf alle Fälle auch Geld verdienen, indem wir eben Liquidity Mining bei den Stocks haben. Das ist natürlich auch ja, den Advantage, was wir haben, dass wir jetzt halt auch Stocks haben. Klar, wenn die Stocks nach unten crashen, ist natürlich auch blöd, aber crasht natürlich nicht so krass, wie es Krypto crashen könnte. Gut, das war es jetzt aber wirklich. Ich wünsche nur jedem einen schönen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.